Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Test mit eurem Basti. Und zwar, wir haben schon lange keine Energy Drinks mehr getestet und da dachte ich mir, es wird mal wieder an der Zeit, einen Energy Drink zu testen. Und da habe ich mir nichts Besonderes rausgesucht, aber ich habe mir ein Red Bull ausgesucht zum Testen, und zwar die Red Bull White Edition mit Kokos-Blaubeere-Geschmack. Das ist sie. Red Bull White Edition Kokos-Blaubeere. Energy Drink belebt Geist und Körper. Okay. Wollen wir mal schauen, was steht hier drauf. Red Bull The White Edition. Niacinovitamin B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung sowie einem normalen Energiestoffwechsel bei. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen. Energy Drinks mit dem Geschmack von Kokosblaubeer, erhöhter Koffeingehalt, für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. 32 Milligramm je 100 Milliliter in moderaten Mengen konsumieren. Was jetzt hier alles drin ist, werde ich jetzt nicht vorlesen. Es ist auf jeden Fall eine 250 Milliliter Dose, also die Standarddosen von Red Bull eigentlich. Haben auch den blauen Deckel mit dem Bullen dort oben drauf. So, da seht ihr ihn. Und ich bin ja so Kokos-Fan. Und ich eigentlich meistens, wenn ich mir doch mal einen Energy-Drink hole, hole ich mir nicht Red Bull, dann hole ich mir Kong Strong oder irgend so. Also was nicht so teuer ist, weil die sind eigentlich relativ süß, und ob sie was bringen, mag ja nochmal dahingestellt sein. Aber ich dachte mir, den letzten Energy Drink Test hat man 23 hat man, glaube ich, gar nichts getestet oder nichts probiert. Und da dachte ich mir heute, nachdem ich vom Einkaufen gekommen bin, komm, Red Bull wird getestet. Und ich würde sagen, wir öffnen einfach mal. Ich habe jetzt leider kein Glas da, um euch zu zeigen, wie dieser Drink aussieht. Aber vom Geruch her, er riecht nach Kokos. Er riecht wirklich nach Kokos, aber halt ein künstliches Kokosaroma irgendwie. Wie gesagt, ich halte euch nochmal die Dose hin, Kokosblaubeere. Und ich würde einfach sagen, ich probiere und wir lassen uns überraschen, wie dieser Energy Drink schmeckt. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich mit einem anderen Geschmack gerechnet. Also es kommt auf jeden Fall ganz stark der Kokosgeschmack zur Geltung. Blaubeere, würde ich sagen, merkt man jetzt aufs Erste nicht. Also es schmeckt ziemlich künstlich, muss ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Blaubeere kommt da jetzt nicht so raus. Kokos ist dominant, definitiv. Aber das ist halt eigentlich auch irgendwo wieder gut. Ob ich mir diese Edition jetzt nochmal kaufen würde, mag ja noch dahingestellt sein. Wie gesagt, Kokos kommt raus, Blaubeere schmecke ich persönlich jetzt nicht wirklich hier. Es hat was, der Trink. Man kann wirklich trinken. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich bräuchte das jetzt täglich oder zum Wachwerden oder zum Wachbleiben, kann ich jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, wir drehen nochmal. So, da seht ihr das, wie die Dose aussieht. Und wie gesagt, Red Bull, es ist halt auch viel Zucker drin, ne? Es ist halt wirklich 11 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Und wir haben hier 250 Milliliter drin. Das ist schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob so viel wie bei Cola ist, aber 11 Gramm ist echt schon heftig. Aber war mal ein Geschmackserlebnis. Ich bin froh, dass ich den mal getestet habe oder probiert habe mit euch zusammen. Viele werden wahrscheinlich das schon alles kennen. Also das steht ja gar nicht außer Frage. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Energy Drink und schon gar nicht Red Bull. Deswegen habe ich den mit euch heute probiert. War der erste Test 2024. Mal sehen, ob noch weitere Folgen werden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich schon einen Test mehr als im Jahr 2023. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.